Hallo liebe Brettspielgeeks und herzlich willkommen zu unserem ersten Solo-Let's Play zu Midara, was gerade auf Kickstarter läuft. Und ich werde euch hier solo mit der Zwei-Spieler-Variante einmal das Spiel zeigen, wie es so ungefähr funktioniert. Natürlich nicht alle Regeln im Detail. Ich werde auch ein paar Regelfehler machen, deshalb sage ich euch das jetzt schon am Anfang. Aber das wird das Spielgefühl nicht beeinflussen und stellt eigentlich gut dar, was das jetzt für ein Spiel ist, ob das was für euch ist oder nicht. Die Story werde ich euch jetzt auch nicht vorlesen. Ich fasse gleich kurz zusammen, weil es ist halt viel Text und ja, das, ich glaube, die meisten wollen sich das dann auch zu Hause in Ruhe durchlesen. Aber ich werde am Anfang die ganze Zeit einen Fehler machen, und zwar werde ich die Mobs ein bisschen schwächer machen. Ich vergesse, dass sie in Light of Sight sind und stärkere Würfel kriegen. Deshalb, falls ihr euch wundert, wieso ich manchmal die so wenig Schaden machen, dann wisst ihr wieso. Und ich weiß einmal nicht, was der Poison-Effekt macht und wollte es dann nicht unterbrechen und nachschauen. Und sonst müsste eigentlich alles richtig sein. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und es ist natürlich kein perfektes Let's Play, aber ich denke, es macht Spaß. Also mir persönlich hat es viel Spaß gemacht. Und let's go! Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu meinem Solo-Let's Play von Midara. Und ja, ich werde die Story ein bisschen skippen. Das ist das erste Mal, dass ich ein Solo-Let's Play mache. Ich habe natürlich nicht so ein Hightech-Equipment wie manch andere Channels, aber ich denke mal, damit man eine Übersicht kriegt, wie das Spiel funktioniert, ist das eigentlich ganz gut. Das Spiel hat natürlich viel Story mit so, sage ich jetzt mal, Oberstufen Englisch sollte man hier gut klarkommen und hier wird auch alles vorgelesen. Das Einzige, was sein könnte, ist natürlich, dass man nicht die ganze Zeit konzentriert bleibt, weil ihr seht schon, hier gibt es viele Storytexte. Also würden die nicht vorgelesen werden, wäre es schon extrem. Ich fasse für euch zusammen, wir sind in der Welt Midara und das ist eine Welt, die zwischen also ein anderer Planet, es gibt einmal die Erde und es gibt Midara. Und in Midara haben wir halt alle Superkräfte, dort altern wir nicht. Und ja, dort sind wir jetzt gerade und wir sind noch junge Schüler. Ja, wir spielen heute Remy und, wie heißt sie? Nightingale. Also falls ich hier was Englisch falsch ausspreche, seid bitte nicht zu hart zu mir. Ja, und wir sind halt auf der Schule und wollen jetzt auch zu echten Magiern werden und müssen dafür einen Test machen. Und in diesen Test wurden wir halt reingerufen. Und dann halt in diesen Dungeon, das ist so eine Art Abschlussprüfung, die wir jetzt absolvieren müssen. Und wir müssen hierhin zu dem Ausgang, um das Ganze zu schaffen. Und ja, wir sehen hier auf der Map, die ich aufgebaut habe, das sind einmal unsere zwei Charaktere. Es sind noch keine Monster oder Gegner da. Es gibt einmal einen Felsen, der hier steht, den wir wegschieben müssen. Und zwei Totems und Loot. Was die Totems machen, das wissen wir noch gar nicht. Das seht ihr nämlich hier, dass hier so ein rotes Dingens ist. Und dann müssen wir das davor halten. Und dann werden wir lesen können, was genau passieren wird, wenn wir in Light of Sight sind. Also wenn wir das sehen können. Sehen können wir es, wenn wir eine gerade Linie von dem Punkt zu diesem Totem ziehen können und es nicht unterbrochen wird, zum Beispiel von diesen roten Strichen hier. Ich werde jetzt nicht komplett die ganzen Regeln vorher erklären, sondern ich werde anfangen zu spielen und sie währenddessen erklären. Ich denke mal, das sollte funktionieren. So, wir haben hier einmal meinen ersten Charakter und wir spielen auch übrigens mit der Zwei-Personen-Regel. Deshalb steuere ich nur zwei Charaktere und habe halt hier den anderen Charakter, den es noch gäbe, wenn man zu viert spielt. Man kann auch alleine alle vier steuern, aber das ist mir dann zu viel. Haben wir deshalb mehr Leben, ein SP mehr, also das ist Ausdauer, und noch eine zusätzliche Fähigkeit mehr. So, wir haben am Anfang ein bisschen Start-Equipment, ein Shirt, das uns hilft auszuweichen, durch ein Schwert zum Kämpfen, ein magisches Talisman und Defense Core, das ist auch gut zum Ausweichen, Dodgen heißt das hier, und zwei Consumables, die wir benutzen können, einmal ein Vitality Juice Box und noch was. Und wer ist das denn? Mercy, Mercy, willst du mitspielen? Ich wollte so lustig mit der Pfote eine Karte reinschieben. Okay. So, wir haben, guck, ich zeig dir mal. Wir haben hier Live-Zuschauer. Und Mercy benutzt das Shirt. Sehr gut.
Gut, das ist einmal der erste Charakter, den wir haben. Und dann spielen wir noch Remy. Die hat noch die besondere Fähigkeit, dass wenn wir das hier bezahlen für zwei, immer wenn so ein roter Kreis ist, das ist die Ausdauer, die wir bezahlen, dann kann sie fliegen. Ja, ihr seht ja auch schon, sie hat hier so Flügel. Dann kann sie über die jeweiligen Löcher hier springen. Das ist auch unser einziger Weg, glaube ich, hier hinzukommen. Man könnte drüber springen, das ist aber sehr riskant, weil man da sterben kann. Deshalb wollte ich Remy unbedingt mitnehmen. Sie hat auch das Shirt und eine War Axe, ein Ability Core und Throwing Knives, die bestimmt auch bald zum Einsatz kommen werden. Ich habe das erste Szenario natürlich schon gespielt. So, und wir fangen an. Ja, und wir wollen natürlich zum Exit kommen und wollen uns dafür natürlich bewegen. Ich habe hier einmal so eine Übersicht, Rundenübersicht. Vieles davon können wir eigentlich direkt überspringen, weil wir alle noch gar keine passiven Fähigkeiten haben. Ja, wir haben noch so Skill-Sachen, die wir uns skillen können. Das können wir am Anfang eigentlich komplett skippen, weil wir das erst später dazu kaufen können mit unseren Erfahrungspunkten. Status Phase, Enability with Status haben wir auch noch nicht. Refresh Phase haben wir ja schon gemacht. Und dann geht's los mit der Action Phase. Bei der Refresh Phase kann man die Sachen halt wieder enttappen und ja, noch mehr Stamina kriegen. Das sind die roten, mit denen wir unsere Aktion machen. So, und jetzt in der Action Phase können wir folgende Aktion machen. Und die Aktion, die wir jetzt auch machen wollen, ist das Moven, Bewegen. Das kostet 1 Stamina. Ah, wir müssen ja erstmal noch bestimmen, wie die Reihenfolge ist. Dafür nehmen wir diese Karten von den Charakteren, die mitspielen, und mischen die. Ich lege die jetzt einfach zufällig hin. Zack. Und die bestimmen dann auch die Initiative für diesen Dungeon hier. Die bleibt dann auch so die ganze Zeit. So, das heißt, Nike, ich nenne sie einfach Asen, das ist kürzer, wird anfangen. Und als erstes mache ich mit ihr eine Move-Action. Dafür muss ich 1 Stamina bezahlen und dann kann ich bis zu 6 Feldern gehen. Aber vielleicht habe ich hier noch Items, die das boosten. So, und zwar hier, mein Occult Shirt gibt mir plus eine Bewegung. Das heißt, ich kann mich 7 Felder bewegen. Bewegen kann man sich hier nördlich, westlich, südlich, östlich, also nicht so. Dann gehen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder gehen wir hier hin? 6, 7. So, weil auf diesen Feldern muss man immer 2 Bewegungen bezahlen, wenn man da runter geht. Das ist also schweres Gebiet. So, ich habe jetzt auch schon ein bisschen, weil ich Erfahrung gesammelt habe, wie das Ganze verlaufen wird, habe ich mich schon mal dahingestellt. So, und jetzt haben wir Light of Sight zu dem blauen Totem. Und sobald das passiert, wird es auch sofort ausgeführt. Ja, Light of Sight, ihr seht, von hier können wir eine gerade Linie dahin ziehen. Ja, das hier wird jetzt nicht da unterbrochen oder so. Und jetzt müssen wir schauen, was passiert beim blauen Totem. Da gehen wir wieder in unser Regelheft. So, und blaues Totem und schieben das davor. Voila, ich sag euch einmal kurz, was passiert. So, as you approach the boulder in your path, a scurrying sound echoes from the other side of the scam. Spawn 2 grave sites on any normal terror space adjacent to the blue totem. Your heart sinks and you hear skittering coming from behind you as well. You wide around and find yourself facing 2 more cave seekers. Spawn 2 cave seekers on any occupied normal tile on UM11. Also, wir kriegen die ersten Gegner, die jetzt kommen. Und das sind die Cave Seekers. Zack. So, und das ist, das gibt's immer für alle Gegner. So, und da sie in 2 Truppen kommen, habe ich dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habt ihr auch farblich markiert. Die farbliche Markierung kann jetzt für euch falsch sein, da ich Rot-Grün-Schwäche habe, aber ich weiß, was ich meine. So, ich positioniere die jetzt hier auch und dann stehen sie da auch schon. So, wir werden noch für die Initiativkarten kriegen. So, und zwar wird das wie folgt sein. Erstmal machen wir die 1 bis 3er. Das sind die 2 hier bei mir. Genau. So, und dafür nehmen wir den schwarzen Würfel und würfel ihn. Und das bestimmt dann, wie weit er nach hinten geht. So, der geht dann jetzt komplett nach hinten bei der Initiative. Das Schlimmste wäre halt ein Totenkopf, den ich würfeln könnte, oder 4 Bücher. Und ein Totenkopf, sehr gut. Das heißt, die dort sind sofort nach mir dran. Das heißt,
Zack, und so wird jetzt auch die Initiative die ganze Zeit bleiben. Das Interessante bei den Monstern finde ich halt, dass sie diese If-Condition haben. Das heißt, wir gehen von oben alles einmal durch und das, was sie halt erfüllen können, das machen sie halt so. Zum Beispiel, ist an Opponent adjacent, ist ein Gegner benachbart. Wenn ja, dann machen wir das. Wenn nein, gehen wir weiter unter. Wenn nein, dann gehen wir noch eine runter und machen dann das. Werden wir gleich am Beispiel sehen. So, ich bin aber immer noch dran. Ich habe bis jetzt nur ein Stamina ausgegeben. Und kann natürlich noch drei weitere ausgeben oder die mir aufsparen für später. Aber da ich immer später bei der Refresh-Phase drei dazu kriege, behalte ich die erstmal. So, und ich habe jetzt hier natürlich meine Waffen, weil ich will die jetzt besiegen, damit die mich gleich nicht nerven. Weil wenn ich sterbe, dann ist das Spiel eigentlich, ja, es ist ganz, ganz böse. Das wollen die eigentlich gar nicht. So. Und Kämpfen funktioniert in dem Spiel mit Würfeln. So, und ich will die jetzt auch angreifen. Zum Angreifen muss ich zwei Stamina bezahlen. Eins, zwei. Die gebe ich dann auch aus. Das steht nämlich hier. Attack. So, und ich benutze mein Schwert und mein Talisman zur Unterstützung. So, das heißt, zum Kämpfen darf ich hier, wenn ich ein Fitness-Kombo habe, die habe ich hier auch, einen orangenen Würfel nehmen und ich darf einen weißen Würfel benutzen. Normalerweise benutzt man die lilanen, das sind die schlechtesten und durch die Items kann man das halt verbessern. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Würfel und ich könnte jetzt noch ein Stamina ausgeben, um so einen, um den schwarzen Würfel hier zu nehmen. Ja, das Ganze nennt sich Empower. So, und wenn ich Empower, habe ich halt noch diesen schwarzen, dann würden sich die Sachen hier noch addieren. Ich habe das jetzt einfach nur als Beispiel gewürfelt. Zum Beispiel seht ihr hier, dann kriege ich für je zwei Schilder, mache ich zwei weiteren physischen Schaden. So, ich habe hier aber noch die Fähigkeit, when making an attack or cast a spell, the targets an opponent empower. Das heißt, ich kann das auch so machen und muss die Stamina jetzt bei dem nicht bezahlen, weil ich das Magic Talisman habe. So, und hier steht halt auch immer, welcher Würfel benutzt wird. So, das heißt, ich habe die drei Würfel und versuche ihn jetzt platt zu machen. Und zwar greife ich jetzt erstmal hier den blauen an. So, und dann schauen wir mal, der blaue, hier ist er, die 2 ist das, hat 8 Defense und 6 Leben. So, ich muss, damit ich Schaden machen kann, bei der 8 vorbei. Das heißt, ich muss hier eine Summe von 8 würfeln. Ach ja, und wenn ich beim schwarzen Würfel einen Totenkopf würfel, dann ist der Attack misslungen und ja, fehlgeschlagen. Dann habe ich die Aktion verschwendet und wir würfeln und sehr gut. Wir kommen in der Summe auf die 8. Die Symbole sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir kommen auf die 8, das heißt, wir kommen auf jeden Fall durch. Und jetzt, wo wir durchgekommen sind, weil wir die Fans geschafft haben, dürfen wir unsere zusätzlichen Items benutzen. So, ich habe nur Bücher, deshalb kommt nur mein Magical Talisman zum Einsatz. Und für je zwei Bücher mache ich noch einen magischen Schaden. Das heißt, ich mache 1, 2. Insgesamt mache ich 2 Schaden auf ihn. So, und das machen wir dann auch so, dass wir das einfach über seiner Nummer hinlegen. Zack. Und jetzt markiert haben, okay, 2 Schaden gemacht. Er hat noch 4 Leben. Ja, sieht gar nicht so gut aus für mich. Die werden gleich alle zu mir rüberlaufen und mich angreifen wollen. Aber vielleicht haben wir auch Glück. Ja, und außerdem können wir später uns auch noch verteidigen. Gut, ja, ich habe noch ein Stamina, aber das werde ich jetzt nicht ausgeben. Das spare ich mir dann für später auf. So, ich hätte auch Cast a Spell machen können. Also ich hätte auch das hier benutzen können. Kann ich eigentlich immer noch. Das kostet ein Stamina. Die Sache ist aber, wenn ich einen Spell caste und den ich schaffe, also er schafft zu widerstehen, sage ich jetzt mal, der Magie, dann kriege ich halt 3 Schaden. Eigentlich könnte ich das jetzt versuchen, weil ich habe relativ viel Leben und die Sache ist auch, ich kenne nicht alle Regeln perfekt bis jetzt, ich habe es noch nicht so viel gespielt, deshalb, falls irgendwelche Regelnfehler da sind, könnt ihr die auch gerne mal kommentieren, weil mit dem Spell casten und so bin ich noch gar nicht so gut drauf, aber ich persönlich würde es... Ja, komm. Sollen wir das machen? Sollen wir es machen? Ne, ich mache es erstmal noch nicht. Vielleicht ist das auch ein Fehler. Aber ich habe Angst, den Spell zu misleaden. Okay, und jetzt sind die Gegner dran. Und zwar die von 4 bis 6. Das sind die, die hier weiter wegstehen.
Okay, und sie verhalten sich wie folgt. Ist einer daneben von den Gegnern? Nein. Können sie mich erreichen mit Range 4? So, wir schauen. 4 Range wird dann einfach gezählt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die kommen nicht dran. So, das heißt, sie werden sich jetzt bewegen, um mir Schaden zu machen. Sie werden sich 4 Felder also so weit bewegen, dass sie mich angreifen können. Also in der Nähe von mir sind von 4 Feldern. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also die stellen sich hier und hier hin. So, das Lustige ist in dem Spiel, ihr seht, hier ist es blockiert. Hier können die nicht vorbeikommen. Und die sind aber aggressiv. Die wollen uns töten. So, und sie riechen halt unser frisches Blut von den Neulingen. Deshalb werden sie jetzt hier lang laufen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt können sie uns sehen. Das heißt, sie kann uns jetzt angreifen. Aber für jedes Loch, das sie geht, muss sie den schwarzen Würfel würfeln. Und bei einem toten Kopf stürzt es ab und ist halt einfach tot. Okay, das Loch geschafft. Das nächste auch geschafft. Also, leider wird er uns jetzt angreifen. So, er greift an mit 2 weißen Würfeln. 1, 2. Und jetzt kommt unser Shirt zum Einsatz. Das können wir nämlich tappen. Und dann können wir ausweichen. So, und ausweichen machen wir dann auch mit dem, zack, mit dem schwarzen Würfel. Und let's go. Okay, und ihr seht, er macht 7 Damage. Das zum Ausweichen kommen wir erstmal gleich. Aber ich habe ein Defense von 9. Das heißt, er kommt nicht durch mein Defense durch. Deshalb kommt es gar nicht zum Dodgen. Das heißt, ich kann es wieder enttappen. Weil damit er auf mich Schaden machen kann und auch die Symbole benutzen kann, muss er durch meine Defense durchkommen mit dem Würfelergebnis. Das hat er jetzt hier nicht geschafft. Das heißt, er hat kein Damage gemacht und ja, das war sein kompletter Zug. Jetzt ist der nächste dran. Der macht genau das gleiche, aber stellt sich hier hin, um 4 in Reichweite zu sehen. Aber dafür erstmal die schwarzen Würfel hierfür. Geschafft. Für das nächste Feld. Geschafft. Na, schade. So, und jetzt wieder das gleiche Spiel mit 2 Würfeln. Ich benutze natürlich wieder mein Item. Und er kommt durch. So, ich habe 3 Schilder, also habe ich 3 Defense. So, er hat 12 Schaden. Ich habe 9 plus 3 Defense. Dann bin ich auch bei 12. Das heißt, er macht auf mich gar keinen Schaden. Habe ich sehr gut gemacht. Und ich könnte auch mit meiner Sieg, weil er nicht mitspielt, Spezialfähigkeit, auch nochmal neu würfeln. Und da er nicht Schaden gemacht hat, kann ich es wieder enttappen, weil wir bei 0 sind. Also, die 2 sind auf jeden Fall ganz stark und das Coole ist halt, Remy hat auch dieses Shirt. Die anderen 2 Charaktere haben das vom Start an nicht. Aber man könnte es im Laufe des Spiels auch kaufen, es kostet nur 15. Gut, jetzt ist Remy dran. Ja, und Remy muss natürlich jetzt zur Hilfe kommen und wird mit ihrem ersten Stamina natürlich die Bewegung ausführen. So, ich könnte auch Flight benutzen, dafür müsste ich 2 Stamina benutzen. Dann könnte ich, das mache ich auch, ich benutze 2 Stamina. Und dann kann ich nämlich 7 Schritte gehen und ich kann fliegen. Das heißt, ich ignoriere alles. Ich kann über Verbündete fliegen, muss dafür nicht extra Bewegung zahlen und so weiter und so fort. Und hier habe ich halt auch wegen dem Shirt die extra Bewegung. So, dann gehen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben, dann bleiben wir, ups, hier mal mit unseren Engelflügel stehen. So, und hier in dem Spiel kann man nämlich nicht nur nordöstlich, sondern ich kann auch ihn fokussen. Alle, die benachbart sind zu mir, kann ich fokussen. So, und deshalb werde ich ihn auch angreifen im Gelb. So, aber ich könnte auch meine Throwing Knives benutzen, um die abzuschmeißen, ehrlich gesagt. So, weil das ist ein Fernkampf. Ja, machen wir mal und ich schmeiß den hier ab. Weil die kommen ja gleich dran und werden übelst Damage auf ihn machen. So, dafür muss ich das wegschmeißen und ein Purple Dice würfeln. Und das ist dann auch der Schaden. Okay, und ich mache 2 Schaden. Nicht sehr spektakulär. So, das heißt, er ist bei 4 Leben. Er hat noch 2 Leben. So, ich könnte jetzt überlegen, ich könnte maximal eine 7 würfeln, dass ich den hier one-hitte. Interessant, was soll ich machen?
Ja, und ihr seht schon, in dem Spiel kann man viel, ist natürlich ein bisschen Glück, aber auch sehr viel Taktik. So, ob ich jetzt zu greedy bin, ich mache es safe und greife ihn jetzt an, damit er weg ist. Oh, und da habe ich auch die 7, da hätte ich den einen sogar geone-shottet. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, ich habe ihn angegriffen und habe jetzt meine zweiten Throwing Knives weggeschmissen und die sind jetzt auch weg. Aber ich könnte sie später wieder kaufen, die kosten ja nur 4. So, da ich ein Monster getötet habe, kriegen wir eine Schatzkarte. Und das sind einfach 8 Gold für die Gruppe. So, und jetzt greife ich natürlich den Gelben an. Gut, dann schauen wir einmal, was wir hier alles haben. Ich habe einmal meinen Hammer-Helmet. So, das heißt, wenn ich angreife, kriege ich einen weiteren Damage. Und ich kann das, den Gegenstand auch benutzen. Okay, so, ich werde aber jetzt angreifen und zwar mit meiner War Axe. Dafür benutze ich die 2. Bezahle 2 Stamina, 2 Ausdauer. Gut. Und ich könnte das auch benutzen. When determining damage, this weapon gains plus 1 physical damage until the attack is resolved. Ja, wieso nicht? Und dann habe ich halt unten die Sachen noch. Gut. Die 2 Würfel benutze ich dann jetzt. Stamina weiter ausgeben für den schwarzen Würfel kann ich leider nicht. Und wir haben 3, 3, 6. Und das ist ein Fail, weil sie haben 8 Defense. Okay, sieht so aus, als ob ich hier verlieren würde. Aber da ich noch nie ein Solo-Let's Play aufgenommen habe, ist das nicht so schlimm, würde ich sagen. Okay. Ja, das war natürlich bitter. Das war bitter. Ich kann meinen Hammer-Helmet benutzen. Und zwar, while making an attack, if you have a two-handed weapon equipped, you may re-roll any dice. Ah, cool. Ich benutze das mal. Das heißt, ich darf einen Würfel neu würfeln. Komm schon. Ah, sehr gut, sehr gut. Okay, das heißt, wir haben eine 7 und eine 3. Ich lasse das erstmal so gedreht. Das heißt, wir kommen durch den Schaden durch. Wir sind jetzt bei 10. Das heißt, wir können auch unsere Boni benutzen. Wir haben noch das. Dann sind wir bei 11. 11 pro Schild ein Schaden und Stern, also nochmal 3, sind wir bei insgesamt 14. So, das heißt, wir machen jetzt einfach 14 minus 8 und sind dann bei 6. Er hat 6 Leben, das heißt, wir haben ihn gekillt. Wir haben es geschafft, er ist tot und wir kriegen natürlich noch eine Lootkarte. Ja, nochmal 8. Okay. In dem Stapel hier ist hauptsächlich Geld. Es gibt aber auch 3 Karten mit Items. Wenn wir die kriegen, dann sind wir halt lucky. Aber müssen wir halt auch erstmal schaffen. Gut, das war der Zug von ihm, von Remy, von ihr. Entschuldigung. Und jetzt sind die Cave-Sickle dran. Und zwar jetzt diese Truppe. Da ist nur noch einer. Und der greift mich natürlich sofort an. So, er greift mit 2 weißen Würfeln an. Ich benutze meinen Dodge mit dem schwarzen Würfel. Und ich habe es nicht geschafft zu dodgen, aber ist auch nicht schlimm, weil er hat nur 6 gewürfelt und kommt bei mir nicht durch. Gut, ich würfel schlecht, die Gegner würfeln schlecht, das freut mich. So, das war's. Jetzt kommt End of Turn, Resolve Abilities, bla bla blub. Und Start of Turn können wir auch relativ viel skippen, können alles refreshen. Das mache ich jetzt alles mal. Ich gehe jetzt nicht jeden Schritt nochmal vor der Kamera durch. So, zack. Und dann geht es auch schon wieder von vorne los. Und wir müssen weiterkommen. Ah, übrigens, dieses Item hier müssen wir später wegschieben. Da müssen wir dann eine Stärkeprobe machen. Weil ihr seht hier, wie bei Arkham und so, haben wir hier Werte. Um bestimmte Proben zu machen, wird das dann auf unserem Würfelwurf addiert. Gut, die Reihenfolge bleibt. Nightingale ist jetzt dran. Und Nightingale wird natürlich ihn hier angreifen. So, und das machen wir dann auch direkt. Wir erinnern uns, wir kriegen einen weißen Würfel, einen orangenen Würfel und wir kriegen einen schwarzen Würfel auch wegen unserem Magic Talisman. Das heißt, wir haben 3 Würfel und benutzen sie auch. Und 4 und 6, 10 und dann dürfen wir noch die Sachen benutzen. 10, wir kommen durch die Armor durch. So, und für 2 Bücher haben wir hier 2 Bücher, ein Magic, 11. Und für 2 Schilder haben wir hier
nochmal plus 2, also 13 Schaden. So, und wir machen 13 Schaden auf den Typen hier. So, und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ah, nee, den habe ich gekillt. Ich habe hier die Leben nicht weggeräumt. So, das ist ein bisschen kompliziert gewesen. So, 13 Schaden. Und ihr erinnert euch, er hat 8 Armor, also 8, 13, 13 minus 8. Entschuldigung, das sind noch 5. Das heißt, er hat noch ein Leben. Das heißt, wir legen auf ihn 5 Schaden. Hier, der rote ist das. Er überlebt mit einem Leben. Das ist natürlich bitter, 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 bitter. So, natürlich habe ich dafür Stamina bezahlt, 2. Das heißt, ich habe nur noch eine Stamina. Ah, ich kriege in der Statusphase, weil ich hier mit 2 spiele, einen weiteren Stamina. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das heißt, ich kriege immer 4, weil wenn man zu viert spielt, kriegt man immer 3. Das ist hier halt der Bonus, dass wir nur mit 2 Charakteren spielen. Okay. Das heißt, ich hätte genug. Das heißt, ich hätte genug, um ihn nochmal anzugreifen. Und ich denke, das mache ich dann auch, damit er endgültig weg ist vom Fenster. Und weh, ich würfel jetzt einen Totenkopf. Nein, alles gut. Und 6, 8 und ganz viel Damage. Er ist auf jeden Fall weg. Bam, badabam. Er ist weg und wir kriegen eine Lootkarte. 7 Gold. Sehr gut. Das ist, glaube ich, fast auch das Höchste, was wir kriegen können. 9 gibt es noch. Gut, und der ist raus aus dem Spiel. Der ist weg aus dem Dungeon. Gut, dann können wir die Karte hier erstmal auch ignorieren. Und jetzt ist der Cavesicle dran, wenn ich nichts mehr machen will. Ah, will ich noch was machen? Ich habe 1 Stamina. Ich könnte mich bewegen, aber das Problem ist, er blockiert halt den Weg für mich, dass ich da vorbei könnte. Deshalb mache ich das jetzt auch erstmal nicht und hoffe, dass sie ihn gleich finishen kann und dann den Stein wegschieben kann. Dann haben wir unser Objekt geschafft, um schon mal hier näher zu kommen. Aber hier haben wir noch ein Totem, darauf müssen wir aufpassen. Gut, ja, er ist dran und macht das erste. Ist der ein adjacent opponent? Nein. Ist der ein opponent in the range of 4? Ja. So, und da macht er einen Attack of 4 und dann seht ihr hier, then move to adjacent to an opponent with the most damage with the movement range und dann noch das. So, das wird er alles machen. So, das heißt, er ist richtig angry, dass wir alle seine Freunde umgebracht haben. Wir dodgen hier mit unserem Shirt und ha, er hat es nicht geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt macht er then move to be adjacent to an opponent with the most damage within movement range. Make an attack. Okay, das heißt, er kommt jetzt nochmal zu mir und greift mich nochmal an. Und danach seht ihr hier dieses FU. Ja, ihr kennt die Abkürzung vielleicht. Hier heißt sie aber Follow-up. Und das macht er halt, wenn er den erfolgreichen Angriff gemacht hat, macht er auch einen Follow-up-Attack. Dann wird er mich noch Poison machen und dann macht er noch Force, das ist Magie. Und wenn ich der Force 9 nicht widerstehen kann, macht er halt nochmal magischen Schaden. So. Und er hat es nicht geschafft, wir haben Glück gehabt. Puh. So, einmal durchatmen und jetzt ist Remy dran. So, und Remy wird natürlich angreifen. Dafür bezahlt sie 2 Stamina. Können wir dann einfach umdrehen, so. Und ich greife dann mit meiner War Axe an. So, dafür habe ich 2 Würfel. When determining damage, his weapon gains 1 physical damage. Das werden wir auch benutzen. So, und dann haben wir jetzt hier das noch. When making an attack, you may reroll. Aber das werden wir gleich schauen, ob das benutzt wird. Wir könnten jetzt noch einen ausgeben, um das zu kriegen. Das mache ich auch. Das mache ich auch. So, das sieht schon mal gut aus. So, wir sind bei 10. So, die Bücher bringen uns leider gar nichts. Ich könnte das rerollen, aber ich habe halt immer die Angst. Schauen wir erstmal. So, wir sind bei 10. Je Schild gibt es noch ein Damage. Also 3 Schilder sind wir bei 13 und ein Stern sind wir bei 14. So, und das heißt, wir machen 6 Schaden und wir killen ihn sowieso One-Shot, deshalb mache ich auch nicht den Reroll. Wir killen den. Es gibt eine Loot-Karte. Ein Unique-Loot. Da würden wir jetzt vom Unique-Stapel eine Karte ziehen. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht, weil ich mir den Stapel noch nicht vorbereitet habe. Das werde ich dann im Nachhinein gleich machen. So. Zack.
Denn. Gut. Dann können wir jetzt noch einen ausgeben und uns da vorstellen. Aber das mache ich, glaube ich, auch nicht, weil... So, die Karte kann weg. Weil Night Azel gleich vor dran ist. Nightingale. Und sie das dann auch wegschieben kann, weil ich nur einen Stamina habe, könnte ich mich nur da vorstellen und würde das dann blocken. Das mache ich dann nicht. Gut, ja, das war's. Wir refreshen alles, kriegen 4 Stamina. Zack, 4 Stamina. Und sie ist auch dran und gibt direkt einen Stamina aus, um sich davor zu bewegen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Die Schritte können wir uns nicht aufsparen. Das heißt, nachdem wir die Aktion machen, geht es nicht weiter. So, und wir sehen hier Movable Block und wir müssen einen Stärketest von 10 machen, um das zu schaffen. So, für den Stärketest nehmen wir uns 2 lilane Würfel und würfeln die. Da können wir jetzt auch nichts boosten mit unseren Sachen. Ja, toll, 9. Was ein Käse. Da haben wir nicht einen Stamina noch bezahlt, aber... Ich war schon fast traurig, aber 9 und dann gucken wir, wir haben auf Stärke 2, also genau 11. Da haben wir es geschafft und können den Felsen jetzt wegbewegen, wir könnten ihn hierhin bewegen, aber es wäre nicht ganz schlau, der wird uns immer noch stören, wir können ihn aber auch seitlich schubsen. Zack, und da ist er weg. Jetzt geht er uns nicht mehr auf den Keks und wir dürfen jetzt hier ganz normal weitergehen. So, ich könnte mich natürlich jetzt nochmal weiter bewegen, aber ich kann die Movement Action, wo ich 6 Schritte gehen kann, nur einmal im Zug machen. Ich könnte jetzt 2 zusätzliche ausgeben, um nochmal 2 Schritte zu gehen. Aber ich sehe da jetzt persönlich, ja, wobei ich habe ja noch 3 Stamina und ich kriege gleich 4. Das heißt, ich könnte es ausgeben, ich gebe 2 Stamina aus, um jeweils 4 Schritte zu gehen. 1, 2, 3, stelle ich mich hier hin, damit ich nicht Light of Sight bin, um das zu aktivieren. Bin ich schon mal ein bisschen näher am Ziel. So, Remy ist dran. So, und Remys Zug wird jetzt ganz simpel, glaube ich. So, sie gibt das aus, um sich 7 Schritte zu bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Und jetzt sind wir in Light of Sight mit dem roten Totem. Das heißt, das wird sich jetzt auch aktivieren. Okay, okay, dann gucken wir mal, was da passiert. Da kann ich mich, glaube ich, gar nicht mehr dran erinnern. As you peer around the corner, you see a handful of cave skillers skitting about. They spring into action when they notice you. The safe skillers are blocking the path that leads deeper into the caves. Spawn 2 cave skillers adjust in space this totem occupied across the gap. You see another cave skill angering a small box. Spawn 1 more Cavesicle adjacent to the loot token. Okay, das heißt, es kommen nochmal 3 Stück. Das ist natürlich auch so ein bisschen Tutorial-like, das erste Szenario. So, den blauen und den gelben stellen wir hier hin. Und den grünen stellen wir mal hier hin, damit er weiter weg ist von uns. Dass er nicht sofort angreift. Gut, Remy hat sie aktiviert. Remy wird würfeln. Es ist eigentlich eh egal. Okay, wo sie jetzt positioniert werden, sie werden auf jeden Fall nach ihr positioniert. Zack. So, und da werden die dann auch gleich angreifen. Okidoki, okidoki. Aber ihr seht schon, wir sind fast am Ziel. Und nicht vergessen, Remy ist immer noch am Zug. Das heißt, Remy gibt noch 1 Stamina aus, um sich noch weitere 2 zu bewegen. Das macht sie auch, sie geht hier hin. 1. Mhm. Okay, ich überlege gerade. Ne, das ist okay. Entschuldigung, habe ich gar nicht hingefilmt. Das ist okay, da hinzustellen. So, dann können wir den Gelb nämlich angreifen. Wir bezahlen 2 Stamina, haben dann noch 1 und können angreifen. So, alle Sachen sind ja wieder fresh. So, soll ich einen dazu abgeben? Ja, das hat mir bis jetzt immer sehr geholfen. Der schwarze Würfel. Den will ich beibehalten und der bewahrt sich wieder. Aber es sind alles Bücher, Mist. Okay, das heißt, wir sind bei 8 plus 3 wegen den Symbolen. Das heißt, wir sind bei 11, uns fehlt was, deshalb werde ich den schwarzen nochmal neu würfeln. Ja, ja, da hätten wir wenigstens etwas Damage gemacht, da wir jetzt den schwarzen Würfel gewürfelt haben. Ist komplett
falsch. Ja, ihr seht hier, when rolling bla bla bla, if roll the hit during attack, the attack misses. If it hit miss the spell, dann würden wir jetzt noch 3 Damage kriegen. Den Spell hat es jetzt nicht gemisst, das war ein normaler Attack. Ja, wir haben alles verballert und gar keinen Schaden gemacht. Schade, aber so funktioniert das manchmal. Ach, wartet mal. Ich habe vielleicht die War Axe die ganze Zeit falsch verstanden. When determined damage, this weapons gain Buch plus 1 physical damage until the attack is resolved. Okay, Entschuldigung. Ich belasse die Ergebnisse. Es tut mir leid, das heißt hier, dass ich pro Buch einen weiteren Damage kriege. So, und da ich 3 Bücher habe, mache ich natürlich End Damage. Okay, kleiner Regelfehler meinerseits, aber ist ja halb so wild. Den würden wir dann auch one-shotten. Pff, zack, weg mit dir. Und dann kriegen wir eine Lootkarte, 4 Goldmünzen. Gut, ja, und jetzt ist Remy mit ihrem Zug durch. Gut, gut, gut. Dann werden zuerst die hier aktiviert. Nee, ist das richtig? Wird zuerst der hier aktiviert, der sieht uns nicht. 4, das heißt, er geht 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jetzt kann er uns angreifen und wird das Ganze auch tun. 2 Würfel. Wir benutzen unser Okkult-Shirt, um zu dodgen, das wir hier haben. Okay, er kommt durch. Er macht 6, 5, 11 Schaden. Wir blocken 3 Schaden davon, das heißt, wir sind bei 8, aber er kommt durch. Und für jedes Schild, davon hat er 3, macht er noch 3 Schaden. Das heißt, die 3 Schaden, die wir blocken, macht er auch wieder durch. Das heißt, er macht insgesamt 11 Schaden auf uns, minus unsere Rüstung, 9 sind 2 Damage. Zack. So. Noch relativ schwach hier am Anfang die Monster. Aber ich glaube, das wird immer schlimmer. Weil das Schlimme ist, wenn man hier verliert, so wie ich das verstanden habe, dann ist man auch wirklich tot. Gut. Gut, gut, gut. Cool, 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 cool. Jetzt ist der dran. So, see an opponent in range of 4. Ja, das heißt, er macht seinen Attack. Und unser Okkult-Shirt haben wir schon benutzt. Das heißt, es ist weg. Wenn wir jetzt noch dodgen wollen würden, dann müssten wir Stamina bezahlen. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir hoffen auf eine sehr schlechte Zahl. Nee. Nee. 10 plus Schilder, 12 Schaden. Er macht 12 Schaden auf uns. Minus 9. 12 minus, boah, ey, ohne Witz, so Let's Player regeln und dann noch zu zählen, so sind 2 Schaden. So, das können wir einfach umdrehen. So, das heißt, wir haben schon 4 Schaden gekriegt und ihr seht, wir haben eigentlich nur 12 Leben. Ja, aber weil wir nur zu zweit spielen, hat unser Charakter mehr Leben. Gut, aber das war's ja noch gar nicht. So, then move. Zack, er bewegt sich jetzt noch vor uns und jetzt greift er uns nochmal an. Make an attack. Gut. Und. Oh, wir haben eine Regel die ganze Zeit vergessen. Und zwar werden die Monster stärker. Ha! Ha! Mist. Das haben wir im normalen Spiel auch gemacht. Und zwar seht ihr das hier, wie viele sie sehen, so werden ihre Würfel stärker. Er sieht jetzt gerade einen, das heißt, er würfelt mit einem weißen und einem orangenen Würfel. Also benutzt das hier nicht als Regelvideo, sondern nur, um Eindruck zu kriegen. So, und er hat 7, 9. Das heißt, er kommt genau durch 9 und macht pro Schild einen Schaden. Das heißt, er macht 2 Schaden auf mich. 1, 2, das heißt, wir können den einfach umdrehen. Wir haben schon 6 Schaden gekriegt. So, und ihr seht, das war jetzt nur ein Zug. So, und jetzt kommt noch ein Follow-Up-Attack. Jetzt werden wir noch vergiftet und müssen noch die Force testen. So, ich persönlich weiß jetzt noch gar nicht, was mit dem Vergiften auf sich hat. Das haben wir jetzt noch nie gemacht. Deshalb werde ich das jetzt in diesem Let's Play erstmal skippen. Ich weiß ja noch nicht, ob ich weitere Let's Plays aufnehmen werde. Ich werde es auf jeden Fall sowieso weiterspielen, aber vergiftet wurden wir jetzt noch nicht und ich will das jetzt auch nicht live nachschauen. So, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was passiert, wenn vergiftet wird. Dazu kann ich vielleicht auch direkt einen Kommentar sagen. Und zwar ist das Regelbuch ziemlich fett und etwas nachzuschlagen. Es hat zwar einen Index, aber es dauert eine Weile und es ist halt eine richtige Materialschlacht. Na, ihr seht hier, ich habe eigentlich alles vorbereitet und alles eingetütet und wie viel Stuff da einfach drin ist.
Finde ich ein bisschen schade, dass es so viel ist, weil es dann anstrengend ist, alles rauszuholen und einzupacken. Okay, so, und ja, eigentlich könnte ich jetzt einfach, wir refreshen natürlich, könnte ich jetzt sagen, ja, ich will mit Remy noch hier das Loot holen, aber da ich das jetzt nicht plane, als Serie zu machen, brauche ich den Loot jetzt eigentlich gar nicht und könnte einfach zum Exit fliegen und so das ganze Szenario erfolgreich schaffen. Ich denke mal, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Ja, ich könnte sogar zum Loot fliegen und das holen. Doch, ich würde es schaffen. Und beim Loot würde dann auch noch was passieren. Aber dann würde ich euch ein bisschen mehr spoilern. Ja, ist nicht schlimm. Ja, und zwar werden wir beim Loot einfach Bonuspunkte kriegen. Die kann ich euch hier einmal zeigen. Und diese Bonuspunkte werden uns irgendwann mal, können wir damit dann, also einkaufen, skillen und so. Das wird aber erst später im Szenario passieren. Aber erstmal alles nacheinander. So, das heißt, sie fängt an. Sie geht 1, 2, 3, weil wenn ich über Verbündete gehe, muss er mehr bezahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Und dann bezahlt sie noch 2 Stamina, aber sie würde das Spiel halt sofort beenden. Das heißt, wir würden den Loot nicht holen. Dann ist das halt so, dann werden wir den Loot nicht holen. So, und dafür bezahlen wir dann jetzt auch unsere Stamina. Das heißt, ein zum Gehen und dann jeweils 2, um die Schritte mehr zu gehen. Und dann gehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann 1, 2, 1, 2. Und jetzt haben wir es zum Exit geschafft. Es muss nur einer das Exit aktivieren. Und hier seht ihr das, Win Condition. Then Jousten end their turn on a blue exit reward. All indigenous defeated. Dann müssen wir das hier lehnen auf a rough start. Das ist dann nicht so gut. So, und hier continue reading restore adventurers. So, und jetzt gehen wir hier restore adventurers. Wo ist es? Das war doch da, oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht, wo das jetzt hier ist, weil ich habe mir das einfach von der App vorlesen lassen. Und dann passiert halt Causing Fire. Ja, und ihr seht, hier ist sehr viel Text. Ich finde jetzt gerade nicht, wo das eine ist. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, und dann geht es halt weiter. Das heißt, das ist nur das erste Adventure sozusagen von einem Riesenbuch. Es sind in mehrere Kapitel unterteilt. Wenn wir das erste Kapitel schaffen, sind wir schon richtig krass in dem Spiel. Die sagen, ungefähr 150 Stunden brauchen wir. Und ja, ich hoffe, dass euch das ganze Let's Play gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, es war verständlich. Es war jetzt das erste Mal für mich, dass ich so ein Solo-Let's Play aufgenommen habe. Hat es euch gefallen oder nicht? Was kann man besser machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. In Sachen Technik wird es schwer, weil wir jetzt nicht die Rich Kids on Instagram sind. Und ich denke mal, so ist das eigentlich ganz gut, um Eindruck zu kriegen. Ich werde aber versuchen, zu dem Video auf jeden Fall noch so ein Review zu machen, das noch viel auf den Tisch zu kriegen, obwohl wir hier auch sehr viele spannende Spiele haben. Muss ich sagen, gefällt mir Medara wirklich sehr gerne. Und auch Solo hat mir das jetzt persönlich sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich mich sehr viel konzentrieren musste, keine Fehler zu machen. Und ich habe halt einen Fehler die ganze Zeit gemacht mit den Night of Sight, habe ich die Cave-Sickle ein bisschen schwächer gemacht. Aber ich werde das, glaube ich, am Anfang des Videos kurz einblenden. Okay, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.